Wenn der Motor mir schon so viel Spaß macht, müssen wir dem auch ein bisschen Liebe zurückgeben. Also werden wir das Ganze einmal lackieren. Willkommen bei Kfz, kann ich jetzt sagen? Ja, kann okay. Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um mein Lupo heute. Lupo, ich habe ein bisschen, also ich musste das machen, echt. Das ging gar nicht, Jungs, ehrlich. Ich war heute, also gestern habe ich hier WD-40 einmal drauf gemacht und das ganze Schlamm ging so runter. Also der Wagen, was ich auch nie erwähnt habe, stimmt eigentlich, das habe ich nie erwähnt. Der Wagen, also der Motor hier, wo ich den her habe, hat um die 300.000 gelaufen. Falls ich mich irren sollte oder mehr gelaufen haben sollte, soll sich der Vorbesitzer einmal bei mir melden oder das einfach mal korrigieren. 300.000 hat das Ganze gelaufen und da war so viel Schmutz, das musste ich einfach mal reinigen, einmal mal waschen und sauber machen und einmal neu lackieren. Das musste sein, das hat er sich echt verdient. Und Rafid, kann sich das sehen lassen, Bruder? Ja. Ja, kann sich sehen lassen. Also ist jetzt keine Meisterarbeit, aber tausendmal besser als vorher. Ich kann euch mal einen kleinen Einblick geben, wie das aussah. Das Ganze hier, die ganzen Späne und so, die sind überall verteilt. Hier ist hier die Ölpumpe, das heißt der Flansch, dann kommt die Ölpumpe, Ölkühler etc. alles hier. Und jetzt werden wir den einmal hier schön sauber machen, alles. Ölkanäle, innen, außen, alles sauber machen, Kopf natürlich auch, die ganzen Späne, die sich überall verteilt haben, werden wir sauber machen und dabei werde ich auch einmal den Motor sauber machen, den Kreuzstift hier von außen, sieht euch das mal an, hier. Richtig gut, der ist doch krank hier, ne? Ich habe den mal über Nacht mit WD-40 eingesprüht, guck mal, was alles rauskommt, das ist nur über Nacht, ne? Das ist krank. Das ganze Rost, Dreck, Öl, guckt euch mal an. Das ist krank. Ja. Genau, so krass sah das Ding aus. Deswegen musste ich das ganz schnell machen. So, 300.000, bleiben wir dabei. 300.000 hat dieser Motor runter. Ihr glaubt es nicht, der hat einen Kreuzschliff, als wäre er frisch noch vom Werk raus. Ehrlich. Da bin ich so beeindruckt von diesem Auto, von diesem Motor, das ist unglaublich. Deswegen liebe ich auch 1.8T, liebe ich einfach. Egal welcher 1.8T, ich liebe es einfach. Ob es bei A4 eingebaut wurde, ob es ARB ist, AGU ist, APY, BAM, alle. Ich liebe alle, weil alle sind geil. Das ist so krass gemacht. Guckt euch mal bitte, guckt euch mal das an. Warte, ich hole euch mal. Ja, die sind jetzt nicht die besten, aber die hier. Guckt euch mal bitte an, ich habe die nicht mal sauber gemacht. Ich habe die nicht mal sauber gemacht. Ja, das kann ich gleich links machen. So, guckt euch mal das an. Ich mache euch nochmal die sauber und dann wird ihr mich mal verstehen, was ich meine.
Guckt euch das mal an. Es ist noch teilweise die originale Farbe noch drauf. Das ist nix, Jungs. Der hat kaum was abgetragen in diesen 300.000. Das ist krank. Und das ist noch der erste Motor, der wurde noch nie zerlegt. Also die Kopfdichtung hatte noch vom VW ein Siegel drauf gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ne? Das ist schon krank. Und ja, warum ich die auch noch liebe, die Kolben sind einfach nur so geil, Jungs. Diese Kolben sind 300.000 gelaufen. Guckt euch mal an, nichts ist abgebrochen. Keine Verkokung, nichts. Das Ding sauber machen, gucken, dass alles schön sauber ist und das Ding wird so wieder eingebaut. Das ist krank. Ne? Da bin ich einfach beeindruckt. Und 300.000, das ist, also wer, also Mechaniker wissen das oder wer einen TFSI-Motor hat, weiß das ganz genau, dass diese Kolben beim TFSI-Modell sehr, sehr, sehr viele Probleme macht. Die verbrauchen sehr, sehr viel Öl. Was heißt verbrauchen? Verbrennt richtig. Warum das Ganze? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich kann noch mal wieder was so sagen, ne? Ich sag niemals so, also schon lange nichts mehr gesagt zu so Raffet, ne? So irgendwie was erklärt, ne? Ja. Ja, habe ich auch vermisst. Das mache ich bei Raffet jeden Tag eigentlich, aber jetzt muss ich das euch auch mal machen. So, wo ist das? Hier, da sind die zwei Löcher. Guckt doch mal, was für Riesenbohrungen das hat. Ne? Und das hat ein TFSI-Modell auch. Aber die haben Probleme mit dieser Dichtung hier. Die wird nach der Zeit verkokt. Das heißt, der wird so stark verkokt, dass diese Löcher so zu werden, also so verkoken, dass die Löcher so zugehen, dass das ganze Öl nach oben steigt. Und was passiert quasi? Ihr verbrennt das ganze Öl. Und das ist nicht seit gestern bekannt. Ne? Und das hat ein TFSI-Modell immer. Immer. Ne? Und darum hasse ich diese TFSI-Modelle. Ich mag das nicht. Das Erste, was ich machen würde, die Kolben raus, Übermaßkolben direkt rein, richtig schöne Schmiedekolben rein, dann habt ihr Ruhe. Weil, und wenn ihr es nicht jetzt habt, dann habt ihr es irgendwann. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass jedes Modell die Probleme hat, aber ich sage mal so 50% haben diese Probleme. Und wer ein TFSI fährt, weiß mal ganz genau, dass er mal ein bisschen Öl reinkippt. Jeden Monat oder je nachdem, wie lange er fährt. Und deswegen, ich bin echt beeindruckt von diesem Motor und deswegen würde ich euch diesen Motor auch blind, echt blind empfehlen. Egal welche Laufleistung das Ding hat, egal welche Baujahr das Ding würde ich jederzeit blind kaufen. Und blind fährt der gut, hört er sich gut an, ich würde da nicht mal einen Kompressionstest machen, ehrlich. Ich würde den so direkt für den nächsten Projekt umbauen oder sofort Haarschaftpleu raus, Schalen rein, direkt neuen Projekt. Apropos Projekt, ja, es gibt bald ein neues Projekt bei uns. Ich wollte euch das sowieso schon ankündigen, aber wir hatten jetzt einen Motorschaden gehabt, wir müssen jetzt den Motor schnell fertig machen. Danach werden wir schnell mein BMW fertig machen, weil ich langsam ein Auto brauche und immer noch keine Zeit dafür hatte, ein eigenes Auto fertig zu machen. Stellt euch das mal vor, mein Auto ist seit 3-4 Monaten steht er da und ich komme nicht dazu, den zu machen. Ist ja auch ein V8, werde ich auch irgendwann machen. So, unser nächstes Projekt wird auf jeden Fall die Wochen, wenn wir die ankündigen, es wird ein Sommerprojekt sein. Sommerprojekt, ihr könnt euch schon mal vorstellen, was für ein Auto das sein kann. Sommerprojekt. Ja. Ansonsten, ja, Kurbelwelle habe ich euch gezeigt. Echt, die Kurbelwelle kann man echt noch retten. Ehrlich. Das kann man retten. Oh, apropos Boost, Raffet. Das ist doch mal... Guckt mal bitte den Turbolader an. Guckt euch den Kopf an. Von oben bitte einmal. Guckt euch das mal an. Der Turbo ist genauso groß wie der Kopf fast. Hier kommt auf jeden Fall, achso, Sensoren werde ich einbauen. Ich werde 3 Sensoren einbauen, separat. Einmal Wassertemperatur werde ich einbauen, einmal Öltemperatur werde ich einbauen und einmal den Abgastemperaturanzeige werde ich nochmal einbauen. Weil das brauche ich. Im Wagen brauche ich das, weil das hier kann sehr, sehr schnell passieren, wenn der zu heiß wird. Ne? Und das möchte ich vermeiden, indem ich diese Komponenten habe im Auto und dann jedes Mal sehen kann, okay, Öltemperatur stimmt, steigt nicht, kann ich jetzt drücken, kann ich nicht drücken. Ist eigentlich in der Regel ganz, ganz wichtig, wenn man so ein Auto umbaut, sollte man sowas sehen.
finde ich. So, sonst, morgen sehen wir uns, ein alter Frische, morgen kommen ein paar Leute, wir bauen den ganz schnell zusammen. Ich werde den noch über Nacht noch einmal schön trocknen lassen. Morgen werde ich nochmal die ganzen Kanäle nochmal schön mit Bremsreiniger sauber machen, den Kopf nochmal sauber machen, alles schön einölen. Die Kolben werde ich auch mal ganz schnell wieder sauber machen und dann wird das einmal hier komplett sauber gemacht und dann bauen wir das Ganze morgen ein. Okay? Ja, das war es eigentlich. Das war eigentlich meine Liebeserklärung zu diesem Motor, dass ich echt beeindruckt war, dass dieser Motor bei 300.000 immer noch so gut aussieht. Sei es der Kreuzschliff, sei es diese Lager, sei es der Kolben, sei es die Nockenwelle, obwohl er so einen Schaden hatte, sieht er trotzdem richtig gut aus. Und da war auch keine Ablagerung, ne? Das ist auch krank. Normalerweise hast du bei 300.000 echt Ablagerung. Also richtig kranke Ablagerung. Hat der gar nicht gehabt. Krass. Geiles Auto auf jeden Fall. So, bevor wir aber aufhören, muss ich einen Abonnenten von mir echt mich bedanken. Weil er hat letztens mir, hier blende ich das Ganze mal ein, was er mir geschrieben hat. Und Bruder, ganz ehrlich, ich schließe das mal ganz kurz vor. Wie immer ein sehr, sehr geiles Video. Fetten Respekt an dich, Bro. Ich liebe deine Videos. Jede Mittagspause deine Videos am Gucken. Obwohl ich die alle auswendig kenne, gucke ich die trotzdem immer. Einfach danke. Ich gönne dir einfach alles auf dieser Welt. Bruder, das sind Wörter, die gehen runter wie Öl. Und ich habe zu danken, dass du sowas hinschreibst. Sowas zu hören ist einfach nur krank geil. Also ganz ehrlich, ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das gehört habe, als ich das gelesen habe. Dankeschön. Sei von mir einmal hier gegrüßt, Bruder. Ich danke dir für diese netten Worte. Ja. Und ja, vielleicht sieht man sich ja. Und Dankeschön auf jeden Fall für die netten Worte. Sonst, ja, Jungs, wir sehen uns beim nächsten Video. Nächstes Video kommt auch morgen direkt. Morgen Abend wird es kommen, aber ein bisschen spät. Da werden wir das komplett einmal zusammenbauen. Und dann, ja, seid gespannt, wer alles dabei ist. Ein paar Leute werden dabei sein. Mal schauen, wie das Ganze wird. Ob der danach super laufen wird. Und danach wird das Ganze schnell zusammengebaut. Komplett. Und dann geht es zum Abstimmer. Ne? So, vielen Dank fürs Zuschauen, Jungs. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.